Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute einem super spannenden Unpacking, denn einige Booktuber haben sich zusammengefunden und haben ein Tauschpaket in die Welt geschickt, sozusagen. Wir sind, glaube ich, 9 oder 10 Leute und heute seht ihr auch alle Videos der Reihe nach theoretisch im gleichzeitigen Upload. Ich packe alle teilnehmenden Booktube-Kollegen unten in die Infobox, auch einfach in der Reihe, dass ihr vielleicht mit dem ersten Video startet und so verfolgen könnt, wie sich das Paket verändert hat. Ich habe das Paket jetzt von der lieben Anka bekommen, bin mega gespannt, was sie alles rein hat, was auch so ein kleiner Goodie dabei ist. Und es ist wirklich ein Monster-Paket. Ich habe es schon aufgeschnitten, damit das Rascheln möglichst klein ist, habe aber noch gar nicht reingeschaut und dachte, das machen wir jetzt miteinander. Wie gesagt, alle Kollegen unten in der Infobox und ich bin natürlich auch mega gespannt, was dann die nachfolgenden für Bücher rausnehmen, welches meiner reingelegten Bücher dann vielleicht für Spannung gesorgt hat und sich jemand drüber freut. Und ich finde es ja schön, dass man Büchern so im Grunde einfach noch ein zweites Leben geben kann, wenn es einem vielleicht selbst ja auch gut gefallen hat, aber man eben sagt, okay, man liest es kein zweites Mal. Und ich sehe hier schon eine kleine Karte. Time to get cozy. Ja, also wir befinden uns tatsächlich jetzt noch in der Vorweihnachtszeit. Deswegen passt auch diese Karte so ganz wunderbar. Und vielen Dank, liebe Anka, für deine lieben Worte. Ich freue mich jetzt sehr auf das Paket. Ja, ist auch recht gut eingepackt. Schauen wir jetzt mal rein. Oh, weihnachtliches Geschenkpapier. Sehr, sehr schön. Ich sehe hier schon die kleinen Goodies von der lieben Anka in einem wunderbaren Beutel. Das finde ich super schön, also dass ihr das seht. Wunderbar eingepackt. Mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben einmal eine Reise in den Orient, einen Chai-Tee Schoko. Und mit Chai-Tee macht man bei mir immer alles richtig. Mag ich super, super gerne. Trinke ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann eine Pflegecreme für dich, Herzensmenschen, mit dem Duft von Kokos und Ananas. Auch von Balea, richtig süß, vielen Dank. Kann man wunderbar als Handcreme verwenden, ist sehr reichhaltig, finde ich gerade jetzt auch im Herbst, Winter richtig toll. Dann ein kleines Washi-Tape mit Pünktchen, richtig süß. Ich liebe ja Washi-Tape, ich verziere ja auch meinen Final Facts damit und das passt perfekt. Dann gibt es von Bussy, Coco Mango, eine Fragrance Bar. Also das Bussy, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist ja auch eine Duftlampe, also eine Duftkerzenmarke ist, weil es sind ja keine Kerzen, sind ja, also es sind so wie so ein Schokoladenriegel und ja, man riecht nicht so viel. Ich würde aber sagen, dass die Mango definitiv durchkommt. Auf die freue ich mich sehr. Ich bin ja ein absoluter Mango-Fan und Kokosnuss-Fan. Und wer es noch weiß, mein eigener Duft hatte ja auch so ein bisschen eine Mischung drin. Dann haben wir von Nougatbrot. Das ist natürlich gefährlich. Und dann das letzte ist ein Badefitzer White Bamboo. Och, ist der süß. Ein Panda-Bär. Oh, sehr, sehr niedlich. Ja, super süß. Vielen Dank, liebe Anka. Ich freue mich über die großen Goodies, wie ich finde. Und bin sehr, sehr happy und richtig, richtig toll. Vielen lieben Dank. So, dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Büchern. Ich packe das hier mal ein bisschen aus. Oh, und da sehe ich als erstes ein Buch, was ich tatsächlich schon kenne und gelesen habe. Und zwar von Dan Brown. Origin ist... Ja, Dan Brown. Ich liebe ihn. Ich liebe die Robert Langdon-Reihe. War es tatsächlich nicht das letzte Buch von ihm? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, ne? Ich glaube, das ist das aktuellste von ihm. Und was mir nicht ganz gefallen hat, war ja, dass es, glaube ich, nach Inferno gab es ja ein Ende und das hat hier wurde das irgendwie nicht aufgegriffen. Ist das, habe ich das richtig in Erinnerung oder war es umgekehrt? Ich glaube, Origin war schon das letzte. Ne? Ich weiß gar nicht, kommt von Dan Brown mal wieder was Neues? Es ist ja bestimmt auch schon 3 Jahre wieder her. Ich glaube, den habe ich im damaligen Ägyptenurlaub 2017 gelesen. Bin mir aber gerade unschlüssig. kenne ich aber auf jeden Fall. Kann ich empfehlen. Packe ich sozusagen auch wieder hinein. Oh, ein Fitzek. Und zwar der Seelenbrecher. Ich glaube, das ist tatsächlich einer meiner Highlight-Fitzeks, weil ich den richtig großartig fand. War vielleicht sogar mein... Nein, der erste, glaube ich, war es nicht. Das war, glaube ich, der Augensammler.
Aber es müsste dann der zweite gewesen sein. Und ja, ich mag viele Bücher von Fitzek, nicht alle. Das waren aber die Anfänger und das sind wirklich die Psychothriller, die ich in wunderbarer Erinnerung habe. Ich kriege die Geschichten nicht immer ganz wieder auseinander, weil ich damals, ich glaube, 5 Fitzeks in einem weggesuchtet habe. Und das sind eben genau die Frauen, die spurlos verschwinden und dann eben ja, dem Seelenbrecher ja, im Grunde unterkommen. Fand ich ein Highlight, Fitzek, dementsprechend freut sich dann vielleicht die oder der Nächste. Dann auch ein Highlight, Emma Sternberg, 5 am Meer, habe ich damals geliebt. Also es gibt ja 2 Bücher von Emma Sternberg, ich weiß gar nicht, ob es da mittlerweile ein drittes gibt. Wahrscheinlich war das hier sogar ihr erstes. Ja, hier haben wir ja genau die junge Lynn, die von ihrem Verlobten, also den erwischt sie in flagranti und zieht dann in ein modernes Haus in den Hamptons. Und dort gibt es 5 lebenslustige Senioren. Und ich weiß, dass ich das damals gehört habe und richtig, richtig toll fand. Und auch das zweite Buch von Emma Sternberg richtig großartig fand, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme. Aber das war so ein bisschen Golden Girls Feeling und New York und ja, hat mir super gut gefallen. Ich überlege tatsächlich, ob es nicht im Highlight-Regal landet. Ich lege das mal auf den vielleicht Stapel, weil das wirklich, wirklich toll war. Dann, ja, das ist, oh, da freue ich mich. Von V.E. Schwab, Vicious, das Böse in uns. Ich hoffe, das ist jetzt tatsächlich der erste Teil, weil das ist ja ein Rache-Thriller. Genau, ich hoffe jetzt mal, das ist der erste Teil. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich hoffe es sehr. Und ich habe von V.E. Schwab die 4 Farben der Magie auf der Wunschliste und wollte damit mal durchstarten. Und ich weiß, ich habe gleich von der Autorin schon irgendwas gelesen. Irgendein Haus, das verschwunden geht. Ach, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Buch hieß. Und ich fand das damals richtig, richtig gut. Und ich glaube, das schaue ich mir mal an, ob es der erste Band ist. Und wenn ja, bleibt es auf jeden Fall hier. Das kommt auf jeden Fall auf den Jahrstapel. Ja, weil es ist zum einen ja auch aus dem Fischer-Thor-Verlag. Es ist, ja, man liest hierhin einen Rache-Thriller. Es ist Fantasy, Science-Fiction. Damit kriegt man mich immer. Und das landet mal auf dem sehr wahrscheinlich Jahrstapel. Dann Morgentau von Jennifer Wolf. Ja, davon hat man ja auch mal eine Zeit lang richtig, richtig viel gehört auf BookTube. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Ich kriege das tatsächlich nicht mehr zusammen, aber ich weiß, dass ich das sogar eine ganze Weile auf der Wunschliste hatte. Dementsprechend kommt das mal auch auf den Stapel, schaue ich mir gleich näher an, weil ich kann mich daran erinnern, dass da viele sehr, sehr, sehr begeistert waren. Noch ein Highlight-Buch, das ich schon gelesen habe, von Cecilia Ahern, der Auftakt ihrer Jugendbuch-Dystopie. Ist ja, glaube ich, war eine Dilogie und zwar Flawed, wie perfekt willst du sein? Genau, und der zweite Teil war dann Perfekt. Und ich habe die beide gehört und ich fand die damals großartig, ist aber ja bestimmt auch schon 2-3 Jahre her. Ich habe die sehr, sehr gefeiert, weil es mal was ganz anderes von Cecilia Ahern war, weil man von ihr ja doch eher so Liebesromane kennt und dass sie sich hier an eine Dystopie wagt, in der ja alles perfekt sein soll, man ist auch schön und man bleibt, und sie hat, und Celestine, ach ja genau, Celestine, das war dieser wunderschöne Name, sie ist schön bei allem beliebt. Und hat unglaublich süßen Freund. Und dann handelt sie oder macht sie einen Fehler, ich glaube in einem Bus. Und da unterstützt sie jemanden, dem sie eigentlich nicht helfen sollte. Und dann landet sie im Gefängnis und denn Fehler sind hier nicht erlaubt. Und war ein großartiges Buch, hat mir unglaublich gefallen. Wäre tatsächlich eigentlich was fürs Highlight-Regal. Ich weiß aber, dass ich dieses Buch, wenn ich es nochmal lesen würde, definitiv auch wieder hören würde. Dementsprechend gebe ich dieses wunderbare Buch auf jeden Fall weiter und weil es wirklich ein Highlight für mich war. Aber wirklich Wahnsinn, was hier drin ist. Also wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Anne Brashears, So nah und doch so fern. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht irgendwie gesehen. Eine packende Geschichte über Liebe und Vergänglichkeit, Leben und Wiedergeburt. Ui, das klingt ja toll. Bestsellerautorin Brashears erzählt die Geschichte einer magischen Liebe, die über die Jahrhunderte hinweg und gegen alle Widerstände triumphiert. Eine fantasievolle, romantische, wunderbare Reise durch die Zeit. Oh, da bin ich natürlich sofort dabei. Na, wo geht das los? Die 500 vor Christus in Kleinasien beginnt und viele Jahrhunderte später in Amerika der Jetztzeit endlich ihre Erfüllung findet. Oh,
Das ist ein ganz, ganz, ganz klares Ja. Also ohne was davon zu wissen, ohne es schon mal irgendwo gesehen zu haben, jetzt habe ich natürlich vielleicht ein Nein- und Schau-mal-Stapel. Das ist der Ja-Stapel. Das landet auf jeden Fall mit. Dann, das sieht natürlich toll aus. Die Chroniken von Toronia, die Prophezeiung. Sieht natürlich ein bisschen jugendlich aus. Kinderbuchprogramm. Der erste Band der großartigen Fantasy-Trilogie um Macht und Schicksal, Liebe und Verrat, Sieg und Niederlage. Magisch, düster, opulent und unglaublich spannend Game of Thrones für junge Leser. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass die jungen Leser Game of Thrones nicht kennen. Sondern dann eher sich die Erwachsenen dafür herangezogen ziehen. Also mir sagt das tatsächlich gar nicht, und ich bin nicht der große Kinderbuchleser, und es ist eben tatsächlich fürs Kinderbuchprogramm, und ich weiß nicht, wie jugendlich das vielleicht ist. Das ist natürlich schwierig, ne? Weil mit Game of Thrones kriegt man mich eigentlich schon. Das ist natürlich auch eine Ich leg's mal auf den Vielleicht-Stapel und guck dann mal, ob das nicht vielleicht doch was ist. Und dann kommen wir auch zum letzten Buch. Und auch das habe ich ein paar Mal schon auf BookTube und Bookstagram gesehen. Und zwar The One von Maria Rilf. Ich krieg aber gar nicht mehr zusammen, wie das war. Und also ich kann mich erinnern, dass man es immer mal gesehen hat. Ein Herz braucht lange, bis es ein Zuhause findet. Oh, ein wunderschöner Satz. Lissy steht vor ihrer Hochzeit, attraktiver Sportlehrer. Was er nicht weiß, er ist die zweite große Liebe ihres Lebens. Der Ex hat ihr mitgespielt. Beste Freundin Megan kam sie wieder auf die Beine. 10 Jahre ist es her, seit die voneinander gehört haben. Jetzt hat sie die Vergangenheit abgeschlossen. Doch 3 Monate vor dem großen Tag ist er wieder da. Und er will ihr was Wichtiges sagen. Das finde ich immer. Ja, das ist tatsächlich so ein Thema, was ich persönlich nicht mag, weil ich mich immer frage, warum lässt man sich da nochmal drauf ein? Wenn ich mit was abgeschlossen habe tatsächlich ja in einen anderen Mann, Partner, Mensch verliebt bin und dann kommt der Ex. Also das ist für mich, das ist so ein bisschen ein K.O.-Kriterium. Dementsprechend ist das ein klares Nein. Ich habe ein klares Ja. 3 vielleicht und Emma Sternberg mit Ich überleg mal. Ich werde jetzt mal ein bisschen recherchieren und euch dann gleich erzählen, was dann tatsächlich da bleibt. So, ich habe mir jetzt mal ein bisschen die Kritiken angeschaut, die Rezensionen, die Gedanken zu den Büchern, und ich habe mich jetzt für 4 Bücher entschieden, die da bleiben. Ich habe mich gegen Morgentau entschieden, weil es mir doch ein bisschen zu Fantasy, romantisch irgendwie klingt, und ich glaube, es gab irgendwie ganz logische Gründe. Jetzt hat hier jemand Papier geklaut, wundert euch nicht, wenn es jetzt raschelt, warum ich es damals irgendwann von der Wunschliste weg hatte. Dementsprechend nehme ich es nicht. Sicher bleibt, so nah und doch so fern, das spricht mich direkt an, das bleibt. Auch behalte ich 5 am Meer, weil ich es damals so, so schön fand und das definitiv auch ein Buch ist, was ich lieben Freundinnen gerne empfehle und weitergebe, also auch mal zum Ausleihen. Und dann bleiben 2 weitere Bücher, zum einen tatsächlich Game of Thrones für Jugendliche. Es klingt zwar schon sehr jugendlich, aber ich liebe Fantasy, ich liebe Game of Thrones, bis auf die letzte Staffel der Serie. Deswegen, ich versuche es. Es hat sehr gute Rezensionen und viele Meinungen, dass man das auch als junggebliebener Erwachsener genießen kann. Dementsprechend bleibt es. Und Vicious, ich spreche es jetzt mal so aus, ist tatsächlich der Auftakt der Reihe und bleibt dementsprechend als erster Teil auch. Ja, freue ich mich sehr. Wunderbare Bücher bleiben auch. Und ich habe jetzt gerade hier mal den Grachmacher eingefangen, der gleich mit ins Paket fliegt. Nein, ich glaube, das will keiner, so einen Halunken in seinem Paket. Wobei, ich weiß gar nicht, Pia, ich weiß nicht, ob du Katzen magst, wenn ich ihn mit einpacke. Jetzt, ich hatte mir natürlich so ein bisschen den Stapel parat gelegt mit Büchern, die ich für das Tauschpaket mir so überlegt hatte. Wusste natürlich jetzt nicht, welche Bücher sind schon drin, weil tatsächlich hätte ich auch einen Fitzek gehabt, den ich mit beigelegt hätte, aber das mache ich jetzt nicht, weil 2 Fitzeks finde ich dann auch ein bisschen unfair. Aber ich habe einen Musso, und zwar Vielleicht Morgen. Das ist einer der Mussos, die ich sehr gefeiert habe, die mir sehr gut gefallen haben. Wir haben hier auch eine Liebesgeschichte, die die Grenzen von Zeit und Raum durchbricht.
Und ja, das hat mir damals super gut gefallen. Es gibt ja einige Highlight-Bücher von Musso, aber auch wirklich welche, die ich total abstrus fand und ihn dann jetzt auch gar nicht mehr so richtig weiter beobachtet habe. Aber Vielleicht morgen fand ich sehr, sehr gut und darf dementsprechend ins Paket. Auch sehr gut ist Das Schneemädchen von Eowyn Ivy, ein Buch, was ich mir damals gekauft habe, weil Eowyn ja auch ein Charakter im Herrn der Ringe ist. So einfach kriegt man mich. Und ich habe das in wunderbare Erinnerungen. Es ist ein winterliches Setting, es ist kalt. Wir sind hier, glaube ich, tatsächlich ganz irgendwo im Norden, ja, Siedler von Alaska. Und die führen dort ein hartes Leben und eines Tages gibt es treffen sie auf ein feenhaftes, blondes Mädchen. Und ja, es war eine hinreißende Geschichte. Liebe und Freundschaft und Kälte und ja, hat mir sehr gut gefallen. Habe ich damals sehr, sehr genossen zu lesen. Dann packe ich auch eine sehr schöne Geschichte ein, die ich einfach doppelt tatsächlich habe. Und zwar von Anne-Helene Bubenza, die unglaubliche Geschichte des Henry N. Brown. Dabei geht es um einen Teddybären, der uns durch die Zeit führt, denn ich weiß gar nicht mehr, wann das genau beginnt. 1921. Und ja, dann wird er im Grunde durch das 20. Jahrhundert geführt. Wir treffen eben auf seine Begleiter, auf seine menschlichen Begleiter natürlich, aber sehen die Geschichte und die Menschen so ein bisschen mit seinen Augen. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und da steht eben einmal sowieso im Regal und dementsprechend, weil es so eine rührende Geschichte ist und man braucht definitiv darf das mit rein. Und dann dachte ich noch ein bisschen was Spannendes und packe einen Robert Harris ein, nämlich Konklave. Für mich auch ein, an Highlight herankommender Robert Harris, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, aber eben kein Reread-Kandidat, aber das ich großartig fand. Also jeder, der sich so ein bisschen mit dem Vatikan für den interessiert, der das spannend findet und eben einfach mal sehen möchte, wie funktioniert so ein Konklave, was passiert, wenn hier im Hintergrund ja dann doch so ein bisschen Zwietracht zwischen den Menschen kommt. Und ja, fand ich spannend, fand ich packend, hat mir gut gefallen und könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch andere Leser begeistern kann. Und das sind jetzt die 4 Bücher, die ich mit hineinlege. Ich bin sehr gespannt, was die liebe Pia, sie packt als nächstes aus, sich dann im Grunde aus dem Paket rausnimmt. Natürlich bekommt die liebe Pia von mir auch ein paar Kleinigkeiten mit dazugelegt. Die seht ihr dann in ihrem Video, also schaut hier gerne nach der Reihe weiter. Und ja, ich danke den Vorgängern für die tollen Bücher, die reingelegt wurden. Ist ja jetzt doch mit 4 Büchern eine richtig tolle Ausbeute. So eine hohe Erwartungshaltung hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich habe ja schon gedacht, wenn zumindest 1, 2 dabei wären, was ich spannend finde. Und jetzt sind es im Grunde 3 neue Bücher geworden und eins, was ich einfach absolut toll fand und feiere. Und so kann natürlich dann auch das Highlight-Regal ein bisschen, ja, im Grunde ausgebaut werden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Unpacking und meinem Hinzufügen. Schaut auch bei den anderen vorbei. Ich freue mich mega jetzt auf die Videos, was davor passierte, was danach passiert. Und ja, freue mich jetzt auf die verschiedenen Videos. Alle unten in der Infobox, schaut da gerne vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.